Kraft von Berlin und Hamburg. Wir werfen hier niemals das Handtuch. Hier siehst du niemanden, niemand so shit. Junge, guck ich um. Was geht ab, Leute? Ich sitze im Wagen und fahre jetzt zum Brusttraining. Heute im Gepäck mit meinem Bro und dem Teammitglied Arne. Also wir ziehen heute den Chess Day im Stil von Team Fitness Elevator durch. Eigentlich so wie immer, aber wir wollen heute beide mal ein bisschen davon abfilmen und ein geiles Video draus machen. Ja, was steht da an? Klassisch Push Day bzw. Chest Day, Brust, Schulter, Trizeps, Klassiker, kennt man so. Ist eigentlich soweit einer meiner Lieblingspläne. Also beziehungsweise nicht der Brusttag, der Push Day, sondern allgemein die Zusammenstellung Push, Pull, Beine, weil das wirklich optimal aufgeteilt ist auf die einzelnen Muskelgruppen. Man hat eigentlich mehr oder weniger eine gute Regeneration zwischen den Trainingseinheiten. Und ja, ich habe damit eigentlich die besten Erfahrungen gemacht. Habe damals auch alles Mögliche gemacht von 5er-Splits, 6er-Splits und was auch nicht immer. Aber ich sag immer, nicht alles ist gleich falsch, sondern jeder sollte ein bisschen für sich selber probieren. Ich habe auch durch die 5er-Splits Erfolge erzielt, aber ich glaube, hätte ich das Ganze damals etwas anders angegangen, hätte ich auch, sage ich mal, ein bisschen mehr Erfolge erzielen können durch Push-Pull-Beine oder andere Systeme. Wobei man sagen muss, in den ersten 2 Jahren kann man auch mehr oder weniger halbe Curls machen und der Bizeps wird trotzdem wachsen. Von daher ist es natürlich immer schwer zu beurteilen, was geht beim anderen besser, beziehungsweise was haut bei dem anderen besser an als beim Neuling im Vergleich zum Fortgeschrittenen. Das natürlich sind 2 andere Welten. Aber viel Gequatsche. Ich fahre jetzt zum Push-Training mit Arne. Treffe ihn gleich, glaube ich, auf dem Parkplatz hoffentlich. Ich bin zeitlich und dann schalte ich gleich nochmal rein. Peace und bis gleich. Ja, sag, was du willst. Oder trainier einfach. So, Team Fitness Elevator heute im Push-Day. Was machen wir? Aussieht, machen wir. Flachbank, was machen wir danach? Handstand, Incline. Okay. Dann Schulter und Trizeps. Genau. Und ihr werdet sehen, wir arbeiten uns von Übung zu Übung. Genau. Ich glaube, heute baller ich alles. Heute macht er voll, maximal, was auf der Bank geht, lange nicht mehr gemacht. Wenn Arne dabei ist und bin ich nicht wieder alleine, ja genau, dann traue ich mich. Hau da mal einen raus. In seiner professionellen Gegenwart. Funks.
Ich hab alles so. Ja, jetzt kurz, schämt er sich auch mal. Komm, aber springt da sein Kamera.